Chlor. Gott, die schönste Frau der Welt in diesem Laden. Junge Frau, ich habe gehört, Sie machen köstliche Burger. Hm. Oh. Oh, moin, Marner. Schleich dich doch nicht so von hinten an, Marner. Guten Abend, mein Sohn. Wir dachten, naja, jetzt haben wir Sie gerade dezent für den Ladenbesitzer gehalten, aber das scheint ja wohl nicht der Fall zu sein. Sagen Sie mal, können Sie zufällig mit einem Bockwurst-Kochgerät umgehen? Einem Bockwurst? Guter Mann, sehe ich so aus, als würde ich so etwas selbstständig bedienen. Wie Sie aussehen, weiß ich nicht. Wie sehe ich denn aus? Beschreiben Sie mich mal. Ah, Kopf! Ach, Manno, ey, was ist denn heute los? Oh Gott, ey. Ich wollte gerade hier. Manno, ich wollte hier Schnitzel mit Pommes essen. Also, heute ist wirklich schwierig.
Mann, das kotzt mich jetzt an. Naja. Ein Schnitzel mit Pommes, bitte. Na ja, klar. Sagen Sie mal, arbeiten Sie alleine hier? Gerade schon, sagen Sie. Ach so. Mensch, auf so einer Perle wie Sie muss man noch ein Auge werfen, verstehen Sie mich? Na ja, klar. Na ja. Naja. Naja, Mann von Welt, verstehen Sie? Mann von Welt. Ich zwirbel mir jetzt draußen die Schnitzel mit Pommes rein. Aber denke nicht, dass mein Hunger gestillt ist, Puppe. Wenn ich den Meier ansehe, kann ich den förmlich nach kaltem Rauch riechen sehen. Ja, ich kann das förmlich sehen, wie der nach kaltem Rauch riecht irgendwie. Und so nach ein bisschen modrig. Weißt du? Tja,
Polizist hat mich ja geschickt. Zieh ich noch eine Schnitzelpommes rein. Das war noch nicht genug. Schätzelein. Hast du vielleicht noch mal ein bisschen was von deinem leckeren Nudelsalat? Naja, klar. Naja, lecker. Naja, ich drück das easy weg. Das ist kein Problem. Wenn du wüsstest, was in meinem Alter noch alle seht, du. Ja, ja, klar. Ja, scheiße. Ich dachte, ich kann hier ein bisschen reinraketen. Aber sieht nicht so aus. Ärgerlich, dass das gerade mit dem Reverend nicht geklappt hat. Wirklich. Dem hätte ich direkt die Fresse poliert. Glaube ich. Der hätte mich einfach überfahren, Alter. Direkt weg VDM hätte der mich.
Moin. Ah, moin, Mama. Oh, ich habe gerade gesehen, du warst oben bei Hellfire. Hast du dir einen Bock jetzt gekauft oder was? Naja, klar, ich habe mir den Wolfsbane abgeholt. Da. Oh, und mal, kann ich mir mal angucken, ne, die Karte? Ja, kannst du machen, du. Ja, dann mach ich mal. Ja. Oh, Mama. Moin. Fahrt ihr mit dem Taxi hier rum, oder was? Der Kollege hier hinten mit der Brille. Mit also, dem Taxi, mit ja. Mit der normalen Brille. Was? Ja, moin, Mama. Hallo. Du sag mal, du bist doch Taxifahrer, kennst dich schon aus. Ja. Wo kann ich denn hier was richtig gut bürgerliches essen? Ich hatte die ganze Zeit nur gehört, unten meine Rakete, aber der ist nicht da. Und da gibt es noch ein komisches Schnitzel mit Pommes von seiner Alten, die aber eine ziemliche Schnecke ist da. Sag ich doch. Schönes Gerät, schönes Gerät. Oder sag mal an, noch. Und das ist die Standardausstattung von dem Lachs. Ja, was hast du gelöhnt? Ja, 9,5 da. 9,5? Ja, 9,4,5,5. Ja, ist aber schon ein bisschen sportlich, ne? Naja, das geht aber für den Lachs, da sagst du, oder was? Ja, mal da vorne, das ist mein Bock da hinten, ne? Der Hobel da und ein Licht. Der Grüne da? Ja, ja. Frisch lackiert, auch heute erst rausgeholt. Du, ich weiß nicht, ich bin ja keine Fan von diese komische Kaugummifarbe. Ja, muss man ja auch nicht unbedingt sein, ne? Nee, sag ich dir ganz ehrlich. Ja. Bei mir muss er schöne Patina haben. Ja. Das muss sich entwickeln. Ja, natürlich. Ja, ja. Ja. Rost ist was Gutes, bis es abfällt. Ja. Sag mal, hier, der Taxi-Mama. So, also gut bürgerlich essen. Naja, klar, hier so ein. Mal so eine. Weißt du, so ein Klops wegzimmern. Also das Kruschelfix dürfte Frikadellen haben. Was ist ja, denn das Kruschelfix? Hier drüben direkt. Ach, der lag die Straße rüber. Naja, klar, ah, ja, ich sehe es. Ansonsten Sie kannst haben du auch zum. Glaube ich sogar Mettbrötchen, oder? Ja, haben auch Mettbrötchen, ja. Genau. Mhm. Mettbrötchen. Also Mettbrötchen, Frikadellen mit Brötchen, sowas in die Richtung haben die. Und ansonsten halt, ja, auch Hornys Burger, wenn es Burger sein dürfen. Oh nee, lass mich mal mit diesen komischen Formfleisch-Patties weg, du. Ja, oder du fährst hoch zum Jello Jack und da kriegst du eine schöne Gulaschsuppe. Wo muss ich hin? Ja, dem Norden oben. Genau. Oh, Scheiße, sag mal. Ja, mit der Maschine ist doch richtig herrlich. Naja, ja, aber ich weiß ja nicht wo. 702, da drüber. 702. Under Route 68, 701 ist, 705 ist das. Oh, na klar. Ne? Gulaschsuppe. Ja, da fahre ich jetzt auch gerade hin. Und unbedingt dazu Hornhautverkrümmung mit runterspülen. Hast du mich gerade alt genannt, oder was? Nein, du musst dir eine schöne Gulaschsuppe gönnen und dann zum Nachspülen eine schöne Hornhautverkrümmung. Das ist deren Spezialgetränk. Jo, so sieht's aus. Nee, ich will ein Bier. Das gibt's da oben auch. Haben wir auch. Habt ihr auch? Hat er auch. Da oben ist auch eine Brauerei. Da oben ist auch eine Brauerei. Oh ja, ich lag's da jetzt erstmal hin. Ne? Ich muss mir jetzt mal so die Suppe reinzwirbeln. Ja, aber Ole will ja jetzt dicht haben. Nein, ja? nicht Ole, sondern hier das Yellow. Check. Das ja, hat aber, offen, da fahre ich ja auch jetzt hin. Ja, aber das ist doch keine Brauerei. Nee, aber trotzdem haben die ja Bier. Ja, aber weil Rudi sagte, da oben ist auch eine Brauerei. Und ich meinte nur, die hat aber doch wahrscheinlich jetzt zu. Nimm ich an, ich weiß es nicht. Ja, aber der junge Mann, der möchte ja was essen. Weiß ich doch. Ja, Hunger. Ja. Sieht man ja auch. Na ja, klar. Haben schon 13 Uhr, Jupp. Na gut, dann zirbel ich da jetzt hoch. Danke für die Info, Mann. 23 Uhr. Gerne. Wenn auch, bis später, oder? Bis später. Vorsichtig. Ciao, ciao. Zum Altersheim geht's in die andere Richtung. Komm her, du kleiner Stricher! Was? Wie reden Sie mit mir? Wie kann er nicht das Fahrzeug da einfach auf der Straße parken? Was hast du gerade gesagt? Was du gerade gesagt hast, Mano? Warum hauen Sie mich denn deswegen so an? Ich dachte, ich kann konsequentlos frech sein und Sie machen nichts, weil Sie nicht hinterherkommen. Wir sind mit einem Rollator. Ach du Scheiße! Mach dich aus dem Staub hier, oder was? Ich will Hilfe! Ich werde von einem Senioren verprügelt! Das letzte Mal war ja irgendwie im Vietnamkrieg einsatzfähig! Hilfe!
Steh auf! Der hat mich mit Rheuma angesteckt! Auf. Ich kann nicht! Steh auf! Voll ins Schienbein, du Arschloch! Steh auf! Steh doch auf jetzt hier, oder was? Okay, ist okay! Kannst du mal lieber deine Gulaschsuppe essen, wir holen mal die Medics, ne? Und du fährst einfach Gulaschsuppe essen. Die Pfeife hier, oder was? Große Fresse und dann liegt hier hinten auf dem Bordstein! Ja, ja. Das sind sie, die Jugend von heute. Ja. Meine Fresse doch. Das hab ich einfach verprügelt. Bruder, der hätte mich fast umgefahren. Was zur Hölle? Direkt rein mit Aster. Tatsächlich hatte ich eins der besten Erlebnisse auch mit Meier auf AL mit Aster. Tatsächlich hat er den Meier getroffen und dann haben wir ihm sein Gesicht tätowiert. Oh, Scheiße, das war auch irre. Das war auch mit Aster, das war verrückt. Das war verrückt. Das war crazy, ey. Mach mal eine Runde.
Oh, moin, Marno. Moin. 1, 2, 3, 4. Arbeitest du hier, oder was? Ich bin der Chef. Marno, ich suche, ich wurde empfohlen wegen der Gulaschsuppe hier. Ja, ich bin, ich kann leider nicht bedienen. Ich hab einen Durchschuss im linken Schulter. Ja, ja, ein guter Kollege. Also quasi vor allem hier drin sitzen. Ja, aber wie gesagt, Gulaschsuppe haben wir. Wir haben Chili con Carne und auch ein gutes Bier. Und eine Hornhautverkrümmung. Unser Hausgetränk. Oh nee, eine Gulasch. Also, das klingt ja schon mal nach therapiert. Ja gut, ist halt pure Liebe, ne, angemischt, ne? Na ja, klar. Ja, warten Sie mal kurz, ne, der Mann mit den grünen Haaren. Oh, Mann, wir ran, das ist ein DJ. Na ja, klar. Hey, Kevin, moin. Hey, moin. Alles fit? Ne, Durchschuss, linke Schulter, Mann. Ja, hast du gesagt, ja. Ja. Hm? Naja. Ja, so sieht's aus, heute Abend, ein bisschen mit Musik. Ja, dann sag deinem Kollegen mal, der soll mir gleich was rausbringen. Ihm ist das hier zu laut. Ja. Ne? Du mach mal was Leckeres für mich fertig. Ja, ich kann heute gar nicht dienen. Nee, aber bei der Musik hier schon mehr Gefühle. Arbeitskollegen ja Bescheid sagen, oder? Ja. Der mich bedient. Okay. Wollen Sie nur Gulaschsuppe oder ein Bier auch dabei? Naja, ich nehme auch 2 Pilz und ein Gulaschsüppchen. Ja, wir haben Hefeweizen von der Brauerei. Hier von der eigenen hier oben, von Ulis oder so. Ole, ja. Naja, klar. 420. Okay, warte mal, ich sag mal Bescheid. Ryan, wo ist die? Grüßen nach Nordhessen. Der Herr möchte eine Gulaschsuppe da hinten mit der Weste. Ah, oh, moin Gulaschsuppe mal. Und der Hefeweizen. Ja, just in dem Moment ist hier alles frei geworden, das ist ja fantastisch. Ja, wunderbar. Oh. Also einmal Gulaschsuppe, Hefeweizen, Sekunde. Nein, sag mal, klar. Wer ist denn das jetzt? Wir blockiert nachher meine Rechnung, das ist Serena, glaube ich. Oder? Oh Gott, Buchhaltung, mach mal nachher, Mensch. Scheiß Buchhaltung, Mann. Du, ja, was ist das? Also Gulaschsuppe. Naja, und Hefeweizen. Und Hefeweizen. Ja, genau, Hefeweizen. Ja. Naja, klar. Oh Gott. Also, hier, ne. So, Hefeweizen, auch schon mal Hefeweizen. Ja, mach das schon mal, ich geh mal kurz raus. Ich geh schon mal die Weizen, dann kann ich hier schnell aufmachen, kannst du schon mal trinken. Die gute Super Boy nötig noch klein mal. Ja, mache keinen Stress. Du Ding will weiter haben, wa? Guck mich an. Was hat denn jetzt? Jetzt hab ich einen Ruf reingekriegt. Ja, klar. Sehr wahr. Ja, jetzt flott hier. Naja, klar. So. Da bin ich schon einmal ein bisschen Wasser Hefe Weizen. Naja, klar. Ich mach kurz die Gulaschsuppe. Die Gulaschsuppe ist tatsächlich schon vorgekocht gewesen. Mach ich die einfach nur einmal warm. Die halten wir auch relativ frisch. Da brauchen wir aber nicht allzu viel. Bei Gulaschsuppe ist das egal. Da kann auch 2 Tage stehen, ist immer noch köstlich. Ja, genau deswegen. Naja, klar. Jetzt muss man schauen hier. Ich hab grad einen Anruf reingekriegt. War Reitstill oder was? 1.80. Nee, okay. Gut, das war gerade die Leitstelle. Super. Was ist denn eine Leitstelle? Wir haben einmal so ein Leitstellentelefon quasi hier. Also ihr habt das einfach so ein Telefon. Ja, ist denn so irgendwie so, wenn man jetzt irgendwie eine Bestellung aufgeben, so für Lieferung oder so. Naja, klar, verstehe. Wenn du Transporte irgendwie so mal was vorbeibringen soll. Scheibentelefon, ja. 1020. Genau, 1020. Wie sieht's denn aus? Ihr macht ja hier eine Gulaschsuppe, aber wie sieht's denn aus mit einer richtigen Soljanka? Oh. Was? Gulaschsuppe? Und aber was macht ihr auch so lang? Soljanka? Soljanka? Nee, wir haben ja noch Chili con Carne. Naja, aber macht ihr auch mal so Aktion, Soljanka-Dach oder so? Sagen wir mal, wir haben hier so eine Aktion. Ja, bis jetzt sind wir noch gar nicht richtig auf. Wir haben so ein bisschen so, wir haben noch gar nicht die ganzen Sachen, die wir hier anbieten wollen. Naja, klar. Das dauert alles so ein bisschen die Zeit. Ne? Aber Hauptsache, wir machen auf und, ne? Das sieht doch auch köstlich aus. Hast du mir ein Brötchen dazu oder so eine irgendwas? Toast. Toastiges. Ich habe nur einen Toast, der hat tätowiert. Das ist das traurig. Das habe ich mir tätowieren lassen. Nee, Brot haben wir nicht. Ich kann die, ja. Ist ja egal, da ziehe ich mir so rein. Ja, ziehst du rein. So, ich muss mal kurz hier mal. Erstmal muss ich die erste Rechnung fertig machen und dann kommen wir gleich zu dir, was du gleich schuldig bist. Das waren jetzt im Rahmen 700. Boah, das schmeckt ja köstlich, Marno. Ich weiß halt, jo, rein, das passt. Die Fehlercode. Ach, der nicht. Dann am besten
probier das mal auf einer neuen Spur und dann schreib mir einfach dann. Ach, also, ja, und wenn du, also du hattest schon wenn du Hefe, noch mal solltest, zufällig, ne? Hefe und eine Gulasch. Eine Gulasch aus der Kalode. Ja, das sind einmal 30 Dollar. Bitte. Ja, 30 Schmier, genau, warte mal. Ja, alright, cool. 30 Schilling, ne, klar. Warte mal, hier. Hier, nimm 35. Die ist lecker. Dankeschön. Hier, Bossi, du solltest mit den Herren hier mit der Weste solltest zwei Bier ausgeben von dem Kevin draußen. Jo, schick mir mal Hans bitte rein. Hans, ja. Wer ist denn Kevin? Und warum kriegst du Bier? Das ist doch super. Ja, keine Ahnung, der Bier ist spendabel, der Mann. Hefe, Weiz oder Pilz? Boah, gib mir mal einen Pilz, so. Das Hefe, das bubbelt so. Ja, irgendwie nimm mal Hefe. Ja, wir müssen noch Bananenweizen noch bestellen bei Ola, aber Ola hat gesagt, wir sollen im Voraus bestellen. Das Bananenweizen eigentlich, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, muss man mal gucken. Du kannst mir gleich beide Bills geben, ganz ehrlich. Ich habe zwei Hände, Mann. Ja, gar kein Thema, ich hab hier nur. Ja. Bitteschön. Wie heißt du eigentlich? Mein Name ist Marek, ich bin der Co-Chef. Ich bin Mareks rechte Hand. Marek war das? Hey, Ryan, Mann. Ryan? Wie komme ich denn auf Marek? Ja, keine Ahnung. Marek? Ryan. Ja, Ryan. Okay. Ja, Ryan wie mit dem Pilz, ne? Das ich. Ja, Ryan im Pilz. Ja, ja, klar. Ja, ja, also zum Wohl. Die zwei Bilder sind nur 20 Stunden. So, Hans da. Ja, Hans. Ich will gerade die erste Rechnung eingeben bei Hornverkrung. Da sagt er mir, das ist hier. Wie trinken willst du da aufheben willst? Ja, ist ein guter Tropfen, ist teuer. Danke dir. Darauf erstmal eine Zigarette. Ah. Ich meine, wenn du erst mehr Kevin jetzt, wir hatten mir gerade hier die Pilze hier. Mit dem Hut, hier mit dem Hut und ja. Der Zigarre in der Hand. Ja, Mano, das ist aber sehr freundlich von dir. Ja, ich dachte, wenn ich hier draußen eine Runde gebe, kann ich drinnen auch eine geben. Na ja, klar. Ich schmeiß das mal, ich werde das von meinem Handy vor die Wand werfen. Ja, auch. Mach das mal. Ja, viel Erfolg. Was? Oh Gott. Ja, wohl nicht das erste Mal, Leute. Soll ich da pinkeln gehen oder was? Ah, aber die Handy. Musik, ne? Handy, hab ich nicht gehört. Naja, der will das heute zum Probe, so eine Stunde mal. Ja, aber kann er ein bisschen leiser machen? Ja, das kann man ja, das kann man mal, warte mal kurz. Das kriegt man alles hin. Das ist sehr nett. Ich finde die Musik jetzt von der Lautstärke eigentlich noch recht angenehm. Achso, ich finde die Musik gut. Ja. Solange Harry nicht das Auto an... Ach, Harry sag ich schon, solange Helmut nicht das Auto anmacht. Ja. Alles gut. Alter, ey, Kevin, gestern Abend, ey, weißt du, fährst du so Rakete in den Laden, ne, hingucken und dann falsche Zeit, falscher Ort und dann krieg ich eine Kugel ab. Warte mal, bei der Rakete war ich gerade eben unten auch bei dem Kiosk. Ja, da genau, der ist umgezogen. Ja, da war ich da gestern Abend und dann quatsch ich mit ein paar Leutchen und dann so ein Hinterhof oder was. Ja, Kevin. Ja, das ist ein schöner Durchschuss, linke Schulter. Ja. Warte mal, aber da hier unten in der, da wo der Tattoo-Laden ist, oder was? Ja, daneben, genau, ist er. Ja. Genau, da ist eine Baustelle, die renovieren ja gerade die Bude noch. Ja, und das freut mich auch noch, wie das nachher aussehen wird. Ja, da ist ja morgen Vignette-Vergabe, ne? Ja? Ja, da kreuzt er mir. Ist morgen erzählt. Neue Einreisen oder wie? Ja, morgen. Kommt das eigentlich, dass morgen die Vignette-Vergabe da ist? Ja, weil der Ort sich schon dreimal gewechselt hat. Eigentlich sollte man hier oben das machen, aber ich bin da gar nicht so. Da können sich die Leute wenigstens noch einen reinsaufen, wenn die hier oben stehen und warten. Ja, aber die Leute wollen ja in die Stadt, ne? Die wollen ja nicht hier aufs Land raus. Also, ja, die Taxi ich meine, die nehmen Flieger in die Stadt. Die wollen den Taxi nicht so weit fahren immer. Alter, rufst du den Ignaz eben an, dann sagst du, hey. Ja, der Ignaz hat das befürwortet, aber naja. Ja. Aber der hat Chris mal Stress. Ja. Wie gesagt, sonst würden die doch den kleinen Flugplatz hier in der Wüste nehmen. Ja, statt. Klar. Ja, das ganze Knicken, glaub mir, das Logo. Dann machst du nur noch eine 5-Mann-Einreise. Bist du kurz, der Weg. 5? Kannst du mal ganz sein lassen. Willst du da mit dem Jumbo-Jet landen oder was?
Ja, 10 müssen wir schon runterkriegen im Flieger. Wir müssen halt einfach durchstarten, ne? Der hält nicht an, sondern der geht auf eine bestimmte Geschwindigkeit runter, alle springen raus und gibt dann wieder Gas. Dann kommt der nächste Flieger. Ja, so, du meinst so wie bei den Militärflugzeugen, ne? Ja, hinten geht die Lade runter, du schmeißt ein Gewicht raus und dann werden alle rausgezogen automatisch. Je nachdem, genau. Was du für ein Flugzeug hast, können ja alle mit dem Fallschirm rausspringen. Ja. Ja, klar. Ja, das wäre ja. Das nennt sich Adventure-Einreise. Da musst du sie aber nachher alle einsammeln, wenn sie nachher auf dem Spiel sind. Ja, wie Warzone, Battle Royale, jetzt überlebt, ey. Ich bin in der Hose. Alle gegen alle, der letzte dabei sein. Mambo number 5. Ich bin schon einmal neu gestartet, das bringt auch nichts. Ja, dann macht Zettel, ist doch egal. Kann man dir was Gutes tun? Nee, Mano. Tatsächlich ist es hier drin ein bisschen leiser als draußen. Hier draußen, Michelle. Da ballert da draußen die Mucke durch die Gegend, du. Mambo Number 5. Sollen ja eigentlich spielen, Ryan, weißt du da? Ja, 80er, 90er, hat er gesagt. Ach so, ja gut, dann passt das, ja. Scheiße. Muss ich aber irgendwie mal hier kurz gucken in dem Tresen, wie nach Zettel. Das ist kurz mich an, warum? Das muss ja eine Berechtigungsfehler sein, weil du kannst ja was machen da, ne? Keine Ahnung. Einfach Zettel machen. Dann drück mal fürs aktuelle Ding nochmal bitte bei für mich eine Rechnung erstellen, dann mache ich Zettel weiter. Guck ich mal kurz Zettel und Stift. Kann man dir noch was Gutes tun? Ja, wenn du mir noch einen Pilz gibst, dann gibst du mir noch einen Pilz, weißt du? Ja, ich hab Pilz. Na ja, klar. Borsti? Was kriegst du? Ja. Ach so, ja. Moment. Marie? Ja? Du hast da was zu essen hier, oder? Ja, wir haben Essen, ja. Die 20 Straßen, die 2 Bits hast du vorhin schon gegeben. Ja, Borsti, mach das. Ja. Ich kann heute nicht. Ja, genau. Mal sehen, was heißt Ibo, weißt du? Ja, nimm mal noch. Ja. Hat die Bestellung aufgenommen? Also, Whisky, komm mal zum Essen. Lokale Runde Whisky auf Kevin. Essen haben wir. Sind Sie neu hier oder so? Ich hab die noch gar nicht gesehen. Nö, ein paar Tage schon da, aber ich hab jetzt erst mein Bike bekommen und komme halt nicht aus der Stadt raus. Oder? Ja. Ach so, okay. Ja, wir sind halt der goldene Stern im Norden. Ein goldener Stern, weil der so viel nach Pisse riecht, wenn man hier reinfährt, oder was? Naja, das geht ja wohl noch. Ein paar Pissen halt, ne, in der Busch, aber ja. Ja, klar. Ist halt kein. Macht halt ein Ambiente aus, weißt du, das ist ein Charakter. Ja, ist halt, bei uns ist es ein bisschen urig hier alles, ne? Also ein bisschen, ist halt nicht so, bei uns halt auch ein bisschen Staub im Getriebe, ne? Ja, finde ich auch gut hier. Ja? Geht, ja, ein bisschen Billard, die Schlange haben wir auch, die Jacqueline heißt die Schlange. Oh, Jacqueline, Alter. Ja, die andere ist gestorben, die hat da irgendwie, ist erstickt an so einer Maus irgendwie. Die war im Altersschwäche und konnte die Maus nicht mehr, also erstickt an so einer Wüstenmaus. Naja, haben wir halt neue gefangen. Naja, klar. Ja, naja. Alle 3 Tage mal füttern und geht schon. So. Na ja, klar. Also, wie heißt du denn? Harald. Ja, ich bin der Harry. Harry und Harald. Auch Harald, oder was? Nee, Harry. Nur Harry, ohne Harald. Ja. Genau, mit Doppel-R-Y, Harry, genau. Ja, nur ich hab Harald. Kneipen-Harry, man nennt mich halt Kneipen-Harry. Na ja, klar. Ja, ich hab gestern halt, ich war gestern so ein bisschen... Hat das einen Grund, warum? Was? Warum Kneipen-Harry? Mit meine Bude hier. Ach, wegen der Kneipe? Okay, ja, genau. Also, mal klar. Ja, und wir haben so ein Hausgetränk, wie gesagt, die nennt sich Hornhautverkrümmung. Ja, das klingt jetzt aber nicht nach einem Geschmäckle, was ich eigentlich möchte. Ja gut, ich sag mal, so ist er rum drin, Zipfelsinn, Zitrone, brauner Zucker und ein bisschen Absinth und halt Franzbranntwein. Nimm ich ab und zu auch mal ein bisschen zum Desinfizieren. Ja, das klingt so, als würde ich nach einem langen Abend die ganzen Gläser leer trinken, von den Kunden, die gegangen sind. Ja, Gott, ist halt, das knallt halt, ne? Also, es knallt wirklich, ne? Das ist schon. Ja, darum trinke ich ja nicht. Darum will ich ja nicht. Ich will ja ein Bier, damit ich einen konstanten Pegel halte. Das ist gut, ja. Bier geht immer, ne? Darum, ne? Jo.
Na, wie gesagt, aber wir haben noch nicht alles. Wir haben heute einen Lieferwagen bekommen und ist ein bisschen. Also die Eröffnungsfeier ist noch nicht. Achso, es ist noch nicht offen hier, oder? Ist schon offen, aber halt nicht richtig so offiziell. Ne? Wir haben noch keine Speisekarte, keine Getränkekarte, fehlt noch ein bisschen. Naja, klar. Weil wir haben noch ein paar Getränke, wie die kalte Muschi und so, fehlt noch alles. Eine kalte Muschi? Wer will denn eine kalte Muschi? Ja, das ist Rotwein-Cola. Ich weiß, warme Muschi ist schon klar, aber naja. Naja, ich verstehe schon. Bum-Bum-Eis und so. Was? Bum-Bum-Eis, so Eis, so, weißt du, mit Kaugummi-Stiel. Bisschen mal was Eisiges hier oben. Wir haben eine Kühltruhe draußen stehen. Das ist mir doch erstmal egal. Ja, wir wollten halt ein bisschen Eis anbieten, wollten halt Nachfrage. Ja? Muss man mal das Angebot mal ein bisschen erweitern. Naja, weil hier so viele Kinder vorbeikommen, oder was? Nee, Kinder sind eigentlich nicht hier oben. Ja, na gut. Ach, so ein Eis, na gut, Soft-Eis will ich nicht anbieten, ne? Aber also mal so einfach mal das so ein einzige, Eis am Stiel. Das einzige Eis ist, um die Pilze kalt zu stellen. Ja, natürlich. Wie gesagt, der Ole, der ist schon, die Brauerei ist schon gut. Ne? Bin froh, dass die gibt, ne? Na ja, klar. Mach ich schönen Abend noch, ne? Ja, hau rein, Kevin. Los, ne? Machst du wieder Lokalrunde, dass du auf den Deckel schreiben oder zahlst du das gleich? Ich kann halt direkt zahlen. Soll ich bei dir zahlen? Nee, bei Borsti. Ich bin heute aus. Wer ist denn Borsti? Rat mal. Ah, ja, sehe ich. Ah. ja. Gut. Ja gut, dann musst du wieder. Morgen hast du ja wieder Einsatz, ne? Bei Vinet. Ja, morgen ist wieder Action. Die Kuh ist surf. Ja. Gut. Ja. Alles klar. Dann. Komm rein. Schönen Abend. Danke nochmal für die Pilz, Kevin. Ja, gar kein Problem. Hast du keinen Whisky gekriegt? Ich brauche keinen Whisky. Ich will Bier trinken. Ich muss mich nicht zusaufen. Ja. 7 Bier ist eine Mahlzeit, ne? 7 Bier. 7? Ich hatte heute schon, ich weiß gar nicht. Wie viele Finger habe ich? Weiß ich nicht. Ja, schon gut. Naja, gut. So, ich muss mal kurz rüber. Dann, wenn was ist, einfach Bescheid sagen. Naja, klar, Marlon. Gut. Sitzt er nackt auf dem Klo? Da läuft der Backstreet Boys. Ich gebe ihm gleich einen Dropkick oben. Ich muss gucken, wo Hans ist, Mann. Der Hans, keine Ahnung. Whisky kostet $30. Spielt der scheiß Backstreet Boys oder was? Ich komme jetzt hier nicht wirklich an die Karre ran wegen dem. Das ist perfekt. Ist doch nice. Ja. Das kannst du in deinen Facebook-Status schreiben. Aber doch nicht mal in meinen Chat. Kannst auch nicht an so einer Kneipe Backstreet Boys anspielen, so. Bist du besoffen? Aber der Gulasch war krass. Der Gulasch war krass. Thank you.
So. Nee, ich benutze für meine Songs Soundstripe. Ich habe da aber so eine Premium-Lizenz. Das heißt, das ist alles gekauft. Soundstripe kann ich aber empfehlen, das ist nice. Ist noch nicht ganz so generisch wie Epidemic. Da gibt es noch ein paar krasse Sachen. Wer ist das denn? Das ist die laufende Zerstörung. Naja, ich werde jetzt erstmal im Foyer von diesem komischen Hotel da schlafen. Na klar. Old Version Harald. Tatsächlich ist das mein erster Charakter gewesen, den ich mit Harald gemacht habe, mit dem Pet. Aber ich habe es nie wirklich gespielt und dann habe ich den einfach anders gemacht.